handelt sich gerade um, muss ich selber nachschauen. Schon traurig, wenn man jetzt so viel einfach das letzte Mal macht. Ansonsten ist heute auch mein Geburtstag, deshalb bin ich besonders gut gelaunt. Ich dachte, der wäre ein bisschen schneller. Normalerweise hatte der die immer vor Mittag kontrolliert. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt mich gefragt, ob ich vielleicht mal ein Video darüber drehen kann, wie ich so lerne hier. Und ich muss sagen, ich lerne hier wirklich nur für Psychologie und für meine anderen drei Fächer, also Theater, Gender and Women's Studies und Nutrition and Wellbeing, lerne ich überhaupt nicht, weil das halt alles immer online ist oder auf Moodle oder Open Book oder so. Und da muss man halt da nicht für lernen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ja, ich dachte mir, ich zeige es euch mal so ein bisschen, wie ich lerne. Ich müsste theoretisch, weil ich es ja mir nicht anrechnen lasse und das hier einfach nur zum Spaß mache, gar nicht lernen, könnte diese, also ich muss ja noch nicht mal die Klassen bestehen, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich will halt zumindest, wenn ich schon nur für eine Klasse lernen muss, dann will ich die halt wenigstens richtig machen. Deshalb habe ich mir hier so eine kleine Routine angeeignet. Und ich dachte mir, so schlecht ist es ja auch gar nicht, wenn ich dann schon mal so ein bisschen ins Lernen wieder reinkomme. Wenn man jetzt auf September oder Oktober blickt mit dem Studiumbeginn. Hoffentlich. Deshalb dachte ich mir, nehme ich euch ja nochmal mit, wie ich so lerne für Psychologie. Heute ist übrigens Mittwoch. Ich habe immer Montag, Mittwoch und Freitag Psychologie. Immer von 9 bis 10:50 Uhr. Ich habe mir angewöhnt, mit Study Smarter für Psychologie zu lernen. Also mache ich eigentlich immer Karteikarten und die lerne ich dann sozusagen, wenn das Examen kommt. Wir haben immer so alle 2-3 Wochen Examen gehabt, über 2 Themenblöcke immer. Und in Psychologie ist halt schon echt immer viel pro Themenblock. Wir müssen auch jede Woche irgendwie 70 Seiten in unserem Buch lesen. Das hier ist unser Psychologiebuch und ich bin jetzt, mal schauen auf welcher Seite, ich bin jetzt auf Seite 427 und habe noch jetzt ein Kapitel vor mir und dann ist das Semester um. Noch bis 472 muss ich lesen. Und ja, wir haben jetzt im Prinzip letzte Woche unser viertes Examen geschrieben und jetzt haben wir diesmal sogar 2 ganze Wochen Vorlesungen und dann erst in der 3. Woche wieder ein Examen. Also wir haben am 12. Mai unser letztes Examen, das 5. Examen, und jetzt haben wir eben mit unserem 9. Themenblock angefangen. Also das Examen wird über den 9. und 10. Themenblock gehen. Und dieser Themenblock, es handelt sich gerade um, muss ich selber nachschauen. Und zwar reden wir gerade über Social Psychology. Da geht es eben darum, wie andere unser Verhalten beeinflussen, beziehungsweise wie wir andere, wie wir uns gegenseitig eben beeinflussen in unserem Handeln. An dem Tag, wo wir die Vorlesung haben, gehe ich irgendwann auf jeden Fall immer in die Bibliothek oder an meinen Schreibtisch und mache eben die Karteikarten zu der Vorlesung, dass ich das gleich fertig habe. Heute bin ich in der Bibliothek, wie man sehen kann. Und ich schalte mal den Computer an, logge mich ein. Während der Vorlesung habe ich immer mein iPad, wo ich mir die Folien sozusagen in GoodNotes runterlade. Also ich weiß nicht, ich darf das euch wahrscheinlich eh nicht so zeigen. Ich zeige euch jetzt einfach mal so ein bisschen die Seite, werde ich euch schon zeigen können. Also hier haben wir dann diese Folien eben von unserem Professor. Genau. Und dann markiere ich mir da immer die wichtigen Keywords sozusagen schon mal. Aber hauptsächlich habe ich höre hauptsächlich dem Professor zu in der Vorlesung, um einfach alles zu verstehen. Und schreibe jetzt nicht groß was mit, weil eigentlich stehen alle wichtigen Informationen, die wir können müssen, auf den Folien. Von daher muss ich da auch nichts groß ergänzen oder so. Genau. Also ich zeige es euch mal, wie mein Study Smarter aufgebaut ist. Also so sieht das erstmal aus, wenn ich mein Study Smarter Account öffne. Und dann habe ich hier in der Bibliothek im Prinzip, hier sind noch meine beiden anderen Fächer, aber ich habe da nur am Anfang des Semesters Karteikarten dazu erstellt und irgendwann habe ich bemerkt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, das zu machen. Deshalb habe ich das nicht mehr weitergemacht, aber eben Psychologie habe ich auf jeden Fall weitergemacht. Und da kann ich dann hier mal draufklicken. Ich habe eben 9 Untersets, weil wir bis jetzt 9 Themen hatten. Das waren so unsere Themen. Ihr seht ja immer, es sind immer so zwischen 30 und 50 Karteikarten pro Themenblock, würde ich sagen.
Genau, und Social Psychology, da sind wir jetzt eben gerade. Was ich eigentlich immer am Anfang mache, ist, dass ich mir die Vorlesungsseiten in Study Smarter hochlade, weil ich dann da im Prinzip einfach draufgehen kann und dann das hier habe. Ich werde es wahrscheinlich jetzt mal kurz blurren, damit sich mein Professor nicht beschweren kann, das wollen wir nicht. Aber auf jeden Fall habe ich hier dann diese Vorlesungsseiten und dann kann ich eben hier meine Fragen formulieren zu den Seiten und dann die passende Antwort da einfügen. Wenn ich nochmal zurückgehe, da habe ich halt hier immer die ganzen Karteikarten zu den unterschiedlichen Themenblöcken. Das ist eigentlich auch alles, was ich für Psychologie mache, bis halt das Examen näher rückt. Aber das mache ich, da melde ich mich dann nochmal in einer Woche oder so, weil wie gesagt, das ist halt erst in 2 Wochen das Examen oder so, also es ist echt noch ein bisschen hin. Deshalb, ja, da melde ich mich dann wieder. Und jetzt werden eigentlich immer nur die Karteikarten erstellt nach der Vorlesung. Genau. Ich bin jetzt fertig und es hat mich jetzt auch nur 25 Minuten gebraucht. Von daher tippitoppi. Und ja, das war's für heute, was ich für Psychologie mache. Da hätte ich mich ja fast vergessen, bei euch heute zu melden. Wir haben heute Dienstag und ich habe gerade das letzte Kapitel in meinem Psychologiebuch fertig gelesen. Wie gesagt, es ging über Abnormal Psychology. Und das habe ich jetzt alles gelesen. Wartet, ich stelle euch mal kurz ab. Also im Prinzip, genau, war das dieses Buch. Und es ist halt immer in so Konzeptblöcken eingeteilt. Hier gab es wieder, in dem Kapitel gab es 3 Konzeptblöcke. Es gab eigentlich in jedem außer dem einen 3 Konzeptblöcke. Und so sieht das eben aus. Das habe ich jetzt auf jeden Fall fertig gelesen. Und immer wenn ich ein Kapitel fertig gelesen hatte, habe ich direkt das Quiz im Anschluss gemacht. Genau, das werde ich jetzt auch mal nur so vom Weiten zeigen, weil ich weiß nicht, wie viel ich davon zeigen darf. Aber so sieht immer das Quiz sozusagen aus. Da gibt es immer hier die Fragen und dann so 4 Antwortmöglichkeiten. Und das, also es war auch einfach das Quiz, was ich jetzt gerade gemacht habe. Ist eben alles Multiple Choice und dann kann man da eben schauen. Also kann man da seine Antworten eingeben und dann am Ende eben submitten. Und ich habe jetzt eine Frage falsch gehabt, glaube ich. Also 95,7% nehmen wir. Also wir können diese Quizze im Prinzip so oft nehmen, so oft machen, wie wir wollen, bis wir die 75% erreicht haben. Weil man kann eben pro Quiz maximal 4 Punkte bekommen und die bekommt man eben, wenn man 75% richtig hat. Und man kann das Quiz eben so oft machen, wie man will. Und ich hatte eigentlich immer auf Anhieb über 75%, also wirklich immer, weil die Quizze wirklich nicht so schwer sind. Wenn man das Buch gelesen hat, kann man das wirklich machen. Ist alles machbar. Ja, also Quiz habe ich jetzt schon mal gemacht. Später will ich noch den ersten Schwung an Karteikarten lernen. Also wir haben jetzt Social Psychology am Montag abgeschlossen und ich habe da jetzt eben alle Karteikarten für und ich will jetzt schon mal anfangen, das so ein bisschen zu lernen. Normalerweise würde ich nicht so früh anfangen, bei den anderen Examen habe ich immer so eine Woche vorher angefangen. Aber da ich eben an dem Tag, wo wir das Examen schreiben, Geburtstag habe, möchte ich davor nicht so viel zu tun haben. Wenn ihr versteht, was ich meine, auf jeden Fall will ich halt jetzt schon anfangen, damit dieses Active Recall schon mal beginnt und ich dann einfach bis zum Wochenende auch schon alle Karteikarten, zumindest zu Social Psychology, gelernt habe.
wir haben heute Mittwoch, den 10. Mai. Ich hatte gerade meine letzte Psychologie-Vorlesung. Am Freitag ist dann noch das Exam. Und dann war es das mit Psychologie. Ich sitze jetzt in der Bibliothek. Werde gleich mal die Vorlesung nachbereiten in Karteikarten, damit ich die dann heute auch noch lernen kann. Und dann im Prinzip alles schon, also ich habe die letzten Tage schon alle Karteikarten gelernt, gestern nochmal wirklich viele Karteikarten. Man muss sagen, dieses Mal ist echt viel Stoff für das Examen. Aber ja, auf jeden Fall habe ich jetzt alles so einigermaßen gelernt. Heute kommt dann noch das, von was wir gerade gemacht haben, dazu. Und dann werde ich morgen mir nochmal alles so ein bisschen anschauen. In dem Buch hier auch, da gibt es nochmal so Konzeptchecks, heißt es. Und dann haben die da so kleine Quizfragen. Also hier so Study Guides. Und dann sind da so Fragen, die man beantworten kann. Das mache ich auf jeden Fall auch immer noch vor dem Examen. Und dann schauen wir einfach, wie das am Freitag wird. Ich melde mich am Freitag wieder. Aber das ist eigentlich so meine Examenvorbereitung. Also diese Karteikarten zu lernen und mit Active Recall bei Study Smarter zu wiederholen. Und dann eben diese Konzeptchecks bzw. diese Study Guides in dem Buch zu machen, die Fragen zu beantworten. Und vor allem, was ich mir auch immer noch anschaue, ist der Study Guide von unserem Professor. Der hat auch immer so einen Study Guide, wo halt immer steht, was man fürs Examen können muss. Das schaue ich mir dann auch noch morgen an. Und dann schauen wir einfach, wie das am Freitag läuft. Fertig, einfach meine letzten Karteikarten, die ich für Psychologie erstellt habe. Schon traurig, wenn man jetzt so viel einfach das letzte Mal macht. Naja, Psychologie dann. Ich werde die später noch lernen, aber jetzt werde ich erstmal was anderes machen. Nochmal kleines Update zum Lernen für Psychologie. Also ich habe wirklich erst nur diese halbe, dreiviertel Stunde heute gelernt, die ich in der Bibliothek verbracht habe. Da habe ich mir einfach nochmal das Buch angeguckt und die Karteikarten ein bisschen. Ich werde mir jetzt vor dem Schlafengehen vielleicht nochmal das anschauen, vielleicht nicht. Wie gesagt, bei mir zählt nichts. Ich muss mich wirklich da überhaupt nicht drauf vorbereiten. Aber da morgen mein Geburtstag ist, möchte ich wenigstens so ein kleines Erfolgserlebnis haben und wenigstens nicht ganz abkacken. Aber ich bin jetzt so semi-gut vorbereitet. Man hätte es besser lernen können, aber es war einfach super viel jetzt für die letzten beiden Themen. Ich schaue einfach, wie es morgen läuft. Ich nehme das ganz entspannt. Also kann ich auch nur. Und dann werden wir sehen. Aber ich werde jetzt heute auch nichts mehr dafür machen oder so. Habe jetzt heute auch den ganzen Nachmittag draußen verbracht, eine Fahrradtour gemacht. Also ja, wir werden sehen, wie es läuft. Ich berichte euch morgen. Guten Morgen. Heute ist es soweit. Mein letztes Psychologie-Examen steht an. Wir haben es jetzt 20 vor 9, also ich habe noch 20 Minuten Zeit. Ich komme gerade aus dem Gym, war schon fleißig trainieren. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie es läuft. Also ich habe mir gestern gar nichts mehr angeguckt, bin ich ehrlich. Und ja, wie gesagt, für mich, ich habe das Gute, ich muss mir überhaupt keinen Stress machen. Und ich werde jetzt gleich mal hingehen. Wir haben also um 9 teilt er mal die Bette aus. Und dann haben wir eigentlich 50 Minuten Zeit, wobei ich noch nie die 50 Minuten gebraucht habe. Also mal schauen, wie das heute wird. Ich werde euch auf jeden Fall berichten. Und ja, ansonsten ist heute auch mein Geburtstag. Deshalb bin ich besonders gut gelaunt. Aber ich hoffe einfach, dass es jetzt nicht ein allzu schlechter Start in den Tag ist. Obwohl ich hatte ja schon einen guten Start in den Tag. Ich war nämlich im Gym und das war eine gute Prüfsession. Aber ja, jetzt gehe ich mir erstmal noch einen Kaffee holen, wenn die Schlange nicht zu lang ist. Ich hoffe echt, dass sie kurz ist. Und dann geht's zum Examen. Ich bin fertig mit dem Examen. Es lief ganz in Ordnung. Ich habe jetzt so 30 Minuten gebraucht. Es war sehr viel Text heute, was man lesen muss. Und es war bestimmt auch nicht das einfachste Examen von allen. Aber es lief in Ordnung, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Es waren auch wieder viele Multiple-Choice-Fragen, aber heute hat er auch mal so ein paar Fragen, wo man ein bisschen denken musste, eingebracht. Wir werden sehen, was rauskommt. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es jetzt geschafft habe. Er korrigiert auch immer sehr schnell, von daher
werde ich euch dann noch berichten, was für eine Note ich bekommen habe, falls es irgendjemand interessiert. Wie gesagt, ist das so egal. Wir haben jetzt fast 12 Uhr und ich dachte mir, ich schaue einfach mal, ob die Ergebnisse schon da sind, weil der ist echt schnell im Korrigieren. Ist echt crazy. Wir schauen einfach mal. Wir schauen das aber. Aufregung steigt. Nein, Spaß. Ich bin echt nicht aufgeregt. Mir ist das, wie gesagt, echt egal. Ich glaube, ich war noch nie so entspannt wie hier, wenn es um Schule geht. Schauen wir mal. Der hat nämlich so seine eigene Website und dann postet der da immer alle unsere Noten und so. Okay. Nee, tatsächlich noch nicht da. Das wundert mich. Weil sonst war der immer sehr schnell. Aber diesmal war es auch ein Examen, wo man nicht so, weißt du, so nicht so ein Muster drüberlegen kann und dann so die Fragen. Also nicht so viel Ankreuzfragen waren es, sondern man musste halt schon viel schreiben. Aber nee, ist noch nicht da. Na gut, dann melde ich mich später nochmal. Okay, wir haben es etwas später. Es ist jetzt kurz nach 1. Mal schauen, ob er es bis jetzt kontrolliert hat. Nein. Hat er tatsächlich immer noch nicht benotet. Es ist jetzt auch nicht so wichtig. Von daher, ich blende euch einfach hier die Note ein, die ich bekommen habe. Letztendlich, ja. Ich dachte, der wäre ein bisschen schneller. Normalerweise hatte der die immer vor Mittag kontrolliert. Und jetzt zurück zum Vlog. An der Stelle wollte ich auch das Video beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mir zuzusehen, wie ich lerne. Und so ein bisschen eine Idee bekommen, wie ich hier jetzt gelernt habe. Ja, und ansonsten würde ich sagen, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Und checkt auch gerne die ganzen anderen Videos zur Plattsburgh-Reihe aus. Da freue ich mich. Lasst gerne einen Kommentar da und einen Daumen nach oben. Und dann bis zum nächsten Mal. Habt einen wunderschönen Tag, Nachmittag, Abend, was auch immer. Auf Wiedersehen. Tschüssi.